Wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir die Außenwände auch noch aus Metall kriegen, bevor wir aufgehen. Ja, ist ja noch Zeit, bevor wir aufgehen. Ja, ja. Da werden wir noch einiges bauen. Nicht schlapp machen, wir sind die... Nein, ich mache nicht schlapp. Veteranen... Rast, Uppis, Alter. Moinsen und willkommen zurück bei Staffel 22 mit der Folge 5 zusammen, alleine mit Energetics. Hallo. So, wir haben aus Platzmangel entschieden, jetzt die Hauptbase zu bauen. Ich gehe raus, ich habe nämlich nichts groß. Du wartest kurz, ich gucke, ob hier ist. Sieht clear aus. So, und wir bauen unsere Butze hier hin, würde ich sagen. Jo. Okay, also das hier nehmen wir die Standardbase, wie sonst auch immer. Achso, ich brauche Holz. So. Genau. Das sollte klappen mit dem Teil des Bauschranks. Hoffe ich. So, zack, und mal der Eingang. Hier kommt, das muss ich auch selber gucken erstmal. Da kommt der Eingang hin, da ist der Bauschrank, genau. So. Klappt. Kannst dich autorisieren? Mhm. Habe ich. Gut, kannst du mir mal Steine geben? Oder Steine habe ich nicht genommen. Ach so. Ich habe nur Holz mitgenommen. Ach, okay, okay, warte, stimmt. Warte, ich rüste nur schnell das hier auf, damit sie nicht runterballern, wegballern. Soll ich Steine holen? Ne, ich baue erstmal noch schnell. Jawohl, ja, ja. Ich hoffe, dass ich dann weggefahren werde in der Zeit. Warte, nee, nee, dann warte ich, war zu lang. Da war der Eingang. Oder? War hier der Eingang? Ja, doch. Mach Tür schon mal rein. Ja. Ich rüste auf Holz erstmal. Jo. So, Tür ist dicht. Hier rüste ich auf. Mal das Material holen. Und dann packe ich dir das Holz noch, was ich habe, in den Bauschrank. So. Oh, warte mal, warte mal. Ja. Ne, ich dachte, da ist einer. Ne, sieht okay aus. Okay, ich hol Stein. Achso, es kann sein, dass ich da nicht... eine große Tür mit Kräften gleich, mit Codelock. Es kann sein, dass ich da nicht reinkomme. Vielleicht muss ich auch eine provisorische Treppe an den Eingang stellen. Das ist ziemlich hoch. Okay. Ist so schlimm, wir bauen da vorne noch an. Mhm. Große Tür mache ich. Welche gerade? Läufst du da rum, oder? Ich bin in der Base. Das ist ja wirklich hoch, Alter. Ja. Wie viel Steine? Wie viel? Bring mal ruhig 8000 mit. Hab ich. Ach, der Goku ist. Aha. Kommst du nicht hoch?
Ah doch, geht gerade so. Ich muss ja schon mal die Gluträume hinbauen hier, also die ersten, die wo wir dann große, immer schreddern. Die große Tür oben rein? Ja, die große Tür oben rein, genau. Kannst du mir schon mal den Stuff geben? Ja. Werde ich schon mal auf. Tür ist drin. Ah, scheiße. Kann ich da noch ran zum Aufwerten? Wo? Oben? Wo kommst du? Kommst du da rein? Der Rahmen, der Rahmen. Ach so, dann können wir nehmen wir die Tür halt nochmal raus. Aber normalerweise es geht, es ist ein bisschen umständlich. Oh fuck. Steine ist alle. Ich hol dir noch welche. Ja. Das sehe ich nicht. Gut, notfalls musst du die Tür nochmal rausnehmen. Ja. Das ist heftig, Alter. 8000, aber wie ich dachte so, circa die erste Etage, aber ohne Dach. 3000. Ah, der Panzerbauschrank ist noch voll. Ich bring nochmal 6000 mit, ja? Genau, mach mal. Das sollte reichen dann. Ja. 14.000 pro Etage. Oh. Ja, ich pack's dir hier oben hin. In der Zwischenzeit kannst du mal zwei Ladentheken machen? Ja. Zwischendurch mal die Augen offen halten. Na, ah, reicht noch nicht. Ich brauche noch mehr. Steine? Ja. Warte, ich guck, was haben wir noch? Das ist ja bestialisch, ja. Alter. Nochmal 6000 kann ich euch nochmal mitnehmen. Ja, macht das. Das reicht dann auch. Gut. Ich komme jetzt. Metalltür rein, fällt mir gerade ein. Ja. Ach so, soll ich die Ladentheken schon mal vorne reinsetzen? Ja, weißt du, wie rum? Ja, ja, ich denke schon, dass ich das kann. So, Base ist dicht. Eine Einzeltür muss vorne noch rein. Ja. Kann ich craften, ich habe noch so viel Metall dabei. Sehr schön. Ah, perfekt, richtig rum. Wunderbar. Und ein Schloss mache ich auch noch direkt. Perfekt. Kann ich Schloss gepair? Schloss mache ich. Dann haben wir doch okay. Halbe Zeit. Okay. Okay. Habe ich jetzt die richtige genommen? Ja. Gut. Putze steht, aber ich glaube. Den Rahmen oben, den Holzrahmen, hast du den? Ja, ja, habe ich. Ich glaube, das wird doch ganz schön eng hier mit Looträumen. Obwohl, naja. Ja. Passen zwei Kisten rein. Na, scheiße, wieso ist denn das so kacke? Naja, du kriegst, wenn du hier doppelt hoch machst, kriegst du vier Kisten rein. Oben zwei, unten zwei. Ach, deswegen. Ich muss nur einen weiterbauen. Shit. Warte, warte, schnell abreißen gleich.
Oh. Jetzt ist es noch nicht gedroht. Genau dasselbe Spiel hier nochmal. Weiß, wie schnell die immer voll sind. Ja gut, das sind dann unsere Drop-Räume hier. Genau. Na? So, passt. So. Perfekt. Und so. Wie viel Metall hast du noch? Nix mehr, im Bauschrank sind noch 249. Also drüben wird noch was sein, soll ich was holen? Nee, passt soweit. Okay, wir haben jetzt die Butze erstmal fertig. Das Grundkonzept steht. Ich werde jetzt gleich die Honeycomb ziehen. Die Looträume bauen. Und ich denke mal, machen jetzt erstmal Cut. Sind die ersten 10 Minuten vorbei. 10 Minuten habe ich braucht bloß. Krass. Hm. Cool. Geht. Genau. Gut, mal erstmal Cut, dann bis gleich. Jo. So, wir haben jetzt erstmal ein paar Sachen rübergebracht, den Rest, den wir haben. Ich habe jetzt hier eine Leiter angemacht zum Hochkommen. Und so. Hochlock dran. Energetics macht den Ofen raus. Achso, so hast du. Naja, gut, okay. Und dann baue links und rechts halt die Dinger ran, das passt halt schon. Wie haben wir denn? Oh, ey, Kacke. So, das sind die 4, die ich gemacht habe. Eieieiei, teure Sache, Alter. Dann würde ich hier. Warte, mache ich das gleich aus Metall? Mal gleich, dann komme ich gleich wieder hier ran. An den Mist. So. Dann. Halbe Wand. Wo hattest du die Küche? Die war doch rechts, ne? Die war hier, genau. Stimmt, da brauche ich ja gar keine halbe Wand. Da braucht keine, genau. Die Küche, Alter, was ein Roleplayer-Pack, ey. Du hast dazu Küche gesagt, dann ist das die Küche. Ach, das ist doch falsch hier, mach ich denn? Haben wir nur einen einzigen fucking Blutraum? Hier unten hatten wir, glaube ich, nur einen. Küche hat so viel. Wollen wir die Küche hier rein? Ach nee, warte mal. Nee, stimmt, wir hatten auch hier, hatten wir auch Blutraum. Ja, stimmt, ja. Mach da auch nochmal einen rein. Bevor jetzt alle gleich die Kommentare reinschreiben, aber sie sieht doch Gegner alles und weiß da, wo was ist. Hatten wir uns schon gehalten drüber. Wir werden den Loot dann immer, nachdem die Folge vorbei ist, also jetzt noch nicht, aber in späteren Folgen, dann hin und her schieben. Also so oder so müssen sie dann sich reinspringen, wenn sie das wollen. Na, so etwas. Genau. Und hier hatten wir, glaube ich, auch die Werkbank drin, ne? Wollen wir die diesmal auch wieder unten lassen oder willst du sie nach oben schieben? Die 2er und die 3er hatten wir, glaube ich, oben. Wir hatten hier Kühlschrank. Wir hatten hier. Vielleicht ein Repair-Table oder so. Warte mal. Und nee, wir hatten hier die 2er oder die 1er, eins von beiden. Dann hatten wir daneben den Kühlschrank. Hier hatten wir den Grill und hier hatten wir eine große Kiste. Ja, dann machen wir das wieder so. So, ganz auf der Seite hier. Oder lieber hier drüben, weiß ich nicht, sag was. Für Waffen? Ja, mach die hier rein, oder? Beim Bauschrank.
So, Waffe. Mal, oberes Deck haben wir ja noch nicht ausgebaut. Nee. Waffen. Und ich glaube, Muni hatten wir nur eine Kiste, ne? Wegen Rankommen oder hatten wir doch zwei? Ne, wir hatten zwei, glaube ich. Wir können ja immer noch später. Ne, wir kommen so. Ja. Wir dürfen bloß davor keine machen, so war das. So, dann kommt jetzt hier die hellen Kisten, also die normalen Kisten. So. Und dann heißt es nachher, einer schleppt und einer guckt. Ja. Sortieren können ja dann beide. Wir sollten eh dann in der anderen auch noch was drin lassen. Hm. Dass wir im Notfall da auch noch was spawnen können. Ich stelle jetzt erstmal hier den rein, solange. Aufgerüstet habe ich alles. Passt. So, so, so. Warte mal, ich werde mal auf jeden Fall, muss ich durchpicken, auf Metall aufwerten hier. Ja, wir sollten auf jeden Fall gucken, dass wir die Außenwände auch noch aus Metall kriegen, bevor wir aufgehen. Ja, ist ja noch Zeit, bevor wir aufgehen. Ja, ja. Da werden wir noch einiges bauen. Nicht schlapp machen, wir sind die... Nein, ich mache nicht schlapp. Veteranen, Rast, Uppis, Alter. Genau. Opa-Power, ne? Opa-Power, Alter. Wie scheiße ist das denn? Naja, und bevor ich morgen online komme, hau ich die Videos schnell in den in das Schnittprogramm. Da müsste ich noch alles wissen, oder bevor ich pennen gehe, hau das schnell rein, aber ohne Front und also ohne Intro, ohne Outro, nur dass ich schon mal das wenigstens habe. Und ich sag mal, wenn jetzt irgendwo mal ein Versprecher drinne war, was nicht so krass ist, den suche ich mir erst gar nicht raus, den lasse ich drinne. Wir lassen das so, wie wir gespielt haben, 1:1, damit die Leute mitbekommen, womit ich es hier zu tun habe. Genau. Ja, mit Opa Power und Lemuren Überheblichkeit und alles so Gedöns halt, ne? So Gedöns, genau. Und Schnappen von Wein Zippo. Wenn es langweilig ist, kann er abschalten. So, eine Kiste noch und dann sind wir eigentlich soweit. Gut, also hier oben Waffen und Munition. Mhm. Und die noch nicht vorhandene Sprengkraft. Genau. Na doch, Beancats. Beancats. Ah. Genau. Und ich würde sagen, in der nächsten Folge, drüber tragen brauchen wir nicht zeigen. Ich würde aber sagen, in der nächsten Folge, drüben raiden. Mit Feuerfallen, wenn die noch eine Holztür haben, ne? Ja. Ja, sollte man nutzen, aber wenn wir die schon haben, dann können wir da auch mal raushauen. Genau, lerne ich die dann und dann geht das los. Jawohl. So, die letzte Kiste. Zack, it. Haben wir. Passt. Tür müssen wir noch machen, aber so viel Metall habe ich gar nicht. Es würde gerade so reichen. Wir hätten 18 Metall, aber das war 3 Tage, der Scheiß. Leute, warte mal. 600. Zwei Stunden reicht er denn? Nee, hab ich keinen Bock, muss ich mir jetzt. Airdrop. Wollen wir schon gucken, ob der Airdrop eventuell in der Nähe ist? Mhm. Guck mal, ich pack mal eben mein Werkzeug in die Kiste rein. Das brauche ich dafür nicht. Ach, der fliegt da hinten. Nee. Zu weit weg? Der hat schon geworfen irgendwo, da hinten, der fliegt gerade raus. Nee. Keine okay. Chance. Da wollen wir dann jetzt rüberbringen. Ja, wollen wir das zeigen? Ich glaube, das sind jetzt 18 Minuten Baufolge. Ja, reicht, das braucht ihr nicht sehen. Das wollen wir euch nicht antun.
So, dann sagt mal der Opa Energetics Tschüss. Tschüss. Und ich sage auch Tschüss. Bis zur nächsten Folge.